Meine sehr verehrten Damen und Herren, 15.30 Uhr, ich glaube, wir können jetzt anfangen. Ich darf Sie recht herzlich im IAT begrüßen zum letzten Kolloquium in diesem Jahr und vorab in eigener Sache möchte ich mich ganz recht herzlich bedanken für Ihre Besuchertreue. Wir hatten jetzt in dem Jahr 14 Veranstaltungen mit rund 800 Besucherinnen und Besuchern. Also ich denke, das kann sich schon sehen lassen. Wir produzieren ja die Kolloquien auch immer für unseren YouTube-Kanal und ich habe heute nochmal nachgeschaut, wir haben jetzt 30.000 Abrufe, also manch Katzenvideo hat natürlich deutlich mehr, aber ich glaube, das ist auch eine andere Zielgruppe. Also ich denke, das kann sich schon sehen lassen und wir würden gerne mit Ihnen darauf im Anschluss anstoßen, mit dem Referenten das ein oder andere besprechen oder dass Sie sich unterhalten können und das Jahr an der Stelle ein bisschen ausklingen lassen. Wir waren auch fleißig, was das nächste Jahr betrifft und haben draußen ist es schon ausgelegt, ein Programm erstellt bis Juli, haben auch wieder ganz interessante Themen, Big Data, Smart Data, Virtual Reality und am 25.01. starten wir mit dem Thema Rundfunk 2025, ein Projekt, das wir gemeinsam mit dem BR durchführen und mit der Uni Eichstätt. Und damit es 2025 überhaupt noch terrestrischen Rundfunk geben kann, das haben wir letztendlich den Ergebnissen der WRC 15 zu verdanken und wir sind heute ganz gespannt, was unser Referent Tobias Fiaker, hallo, dass du da bist, uns erzählen wird, wie Tag und Nacht in Genf gerungen wurde. Ich habe gelernt, ein Tag kann in Genf auch 37 Stunden haben, aber da kommt dann nachher mehr dazu, wie die Ergebnisse zustande kamen, auch mal einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Und an der Stelle sollte man auch noch erwähnen, Dr. Roland Brugger war mit in der deutschen Delegation, Jochen Metzger war mit dabei und auch Christoph Dosch, den habe ich zwar heute schon gesehen, da sitzt er, genau, hallo Herr Dosch, grüß Sie. Also insofern hast du ja dann noch Mitstreiter. Ja, war auch gut so. War auch gut so, gut. Dann übergebe ich dir das Wort und bitte einen Applaus an den Herrn Fiaker. Dankeschön. So, das meiste ist jetzt schon vorweggenommen. Ich werde trotzdem versuchen, noch ein bisschen mehr zu erzählen. Zuerst mal hallo und herzlich willkommen von meiner Seite. Ich habe mir den heutigen Vortrag folgendermaßen vorgestellt. Erstmal eine kurze Einführung nochmal. Was ist die IT und was macht die WRC und warum ist das eigentlich so wichtig für uns? Dann kurz auf die WRC 15 eingehen. Was gab es diesmal, was kam dabei raus und an einer Stelle auch, wie lief das? Und dann noch auf die beiden nächsten WRCs kommend. Warum die übernächste schon so wichtig ist, das wird mein Vortrag auch noch zeigen. Die ITU, die International Telecommunication Union, ist eine Sonderorganisation der UNO, also globales Level. Und da gibt es ja noch viele andere, die man vielleicht mehr kennt. Die Weltklimakonferenz ist gerade auch, das ist ungefähr das gleiche Level, hat aber deutlich mehr Nachrichten-Coverage als die WRC. Und die ITU hat drei Bereiche. Standardisierung, das fing damit an, dass ich ein Telegramm vom einen Ende der Welt ans andere schicken kann. Und dass auch die bezahlt wurden, die zwischendrin einfach nur weitervermittelt haben. Der zweite Bereich ist Entwicklung, Development. Nun, da geht es darum, dass es ziemlich große Unterschiede gibt zwischen Entwicklungsländern, die jetzt in Afrika, die halt leider nicht so glücklich sind, was jetzt zum Beispiel generell Funkversorgung oder überhaupt Versorgung mit Telekommunikation anbelangt. Und die kümmern sich darum, dass die sich da ein bisschen leichter tun. Und der dritte Bereich ist Radio Communication, die Funkdienste. Und da geht es dann um die Weltfunkkonferenz. Nun, was macht die Weltfunkkonferenz? Die bearbeitet die Radio Regulations. Gibt es auch einen deutschen Titel, der nennt sich VU Funk. Und das ist der völkerrechtliche Vertrag. Und von daher ist der Vergleich mit der Weltklimakonferenz jetzt gar nicht so falsch, weil da soll auch ein völkerrechtlicher Vertrag rauskommen. Und der wird auf der WRC überarbeitet. Was steht da drin? Für die Teile, die wir heute brauchen, der fängt an, ganz grob mal, mit Definitionen und allgemeinen Regelungen, die also für sämtliche Frequenznutzungen gelten. Und dann gibt es eine Zuweisungstabelle, da steht dann drin, wo welcher Frequenzbereich denn für was genutzt werden kann.
Und weil die Tabelle ansonsten etwas unübersichtlich wird, wenn ich da alle Details reinschreibe und alle Überlegungen, was ich vielleicht in Zukunft mal machen möchte, gibt es noch die sogenannten Resolutionen, die das dann regeln. Allein die WRC schafft es gar nicht. Das war früher mal so. Da hat so eine WRC 11, 12 Wochen gedauert. Und da hat man gesagt, das geht jetzt irgendwie so nicht weiter. Man muss das irgendwie kürzer machen. Und hat sich dann ein Mechanismus einfallen lassen, wie man die WRC besser vorbereitet, um das Ganze dann eben in diesen 4 Wochen durchzuziehen. Und da spielen mehrere Elemente mit rein. Einmal kümmert sich der Direktor des Value and Communication Bureau darum, und zwar um so Sachen wie Inkonsistenzen. Man beschließt auf einer WRC was und es hat Auswirkungen auf was anderes. Dummerweise hat man es vergessen mit anzugleichen. Also berichtet der in seinem Bericht der WRC zu sagen, hey, es hat sich was geändert, da muss man was angleichen. Dann gibt es die CPM, das Conference Preparatory Meeting. Und das ist der große Block, wo die Agenda-Items bearbeitet werden, auf die ich später noch komme. Die CPM an sich macht es auch nicht, die gibt es nämlich weiter an die Studiengruppen der ITU. Gibt es eine für terrestrische Dienste, eine für Rundfunk, eine für Wissenschaftsdienste, eine für Satellitenfunk. Und zwischen denen wird dann sozusagen technisch vorbereitet, wie man denn die Agenda-Items jetzt erfüllen könnte. Und um die Studiengruppen kümmert sich die Radio Communication Assembly. Die kümmert sich erstens darum, welche das es gibt und was die zu tun haben und zweitens auch, wer die ihnen vorsitzt, also wer die Arbeit da organisiert. Hin und wieder kommt es vor, dass man eine ITU Recommendation braucht. Das dient eigentlich dazu, nochmal ein kleiner, noch detailreicheres Level zu regeln als die Resolutionen. Und das macht man in den Studiengruppen und manchmal kommt man in den Studiengruppen aber nicht weiter, so wie diesmal jetzt auch. Und dann werden Recommendations an die Radio Assembly geschickt. Und die kümmert sich dann darum, dass die hoffentlich verabschiedet werden, was da auch meistens der Fall ist. Die ITU auf der WRC-Ebene gliedert sich in 3 Regionen. Ich fange jetzt explizit mit Region 2 an, das ist Nord- und Südamerika, und Region 3 ist Asien und Pazifik. Region 1, habe ich eine eigene Folie gemacht, gliedert sich in 4 Bereiche. Und zwar rot, CEPT, das sind die Europäer, grün, RCC, das sind Russland und Anrainerstaaten, wobei es durchaus das ein oder andere Doppelmitglied gibt, das in RCC drin ist und CEPT, was die Arbeit manchmal nicht unbedingt einfacher macht. Die orangen Länder sind die mit arabischem Hintergrund, also orientiert sich hauptsächlich an der Arabischen Liga. Und die blauen sind in der African Telecommunication Union. Da gibt es zwischen Orange und Blau auch wieder Doppelmitglieder, aber in dem Fall gibt es dann ein präferiertes Mitglied. Also Ägypten zum Beispiel ist sowohl bei den arabischen Staaten dabei, als auch bei den Afrikanern. Meistens sprechen sie aber lieber mit den Arabern, weil sie da bis jetzt zumindest ihre Ideen besser reflektiert gekriegt haben. So, wer war denn da? Also es war, vermutlich hat es der ein oder andere in der Presse schon gelesen, die größte WRC, die es je gegeben hat, mit 3.800 Teilnehmern. Gut, die waren jetzt nicht alle gleichzeitig da. Es gab dann den einen oder anderen, der die ersten 2 Wochen gemacht hat und den anderen die nächsten 2 Wochen. Aber viele Leute. Diesmal waren es 162 Staaten, letztes Mal, glaube ich, waren es 157, also auch in der Hinsicht wird sie immer größer. In der deutschen Delegation, die wird geführt vom Bundesverkehrsministerium, früher war das Wirtschaftsministerium zuständig, und von der BNetzA. Und die haben jeweils quasi 2 Leiter der Delegation gestellt, also es waren zu jedem Zeitpunkt 4 Leute in der Delegationsleitung, die das dann ganz gut gemanagt haben. So, und warum kümmert sich jetzt die IT um die Funkspektrum? Warum ist das jetzt eigentlich so wichtig, dass man das transnational klärt? Warum kann das nicht einfach jeder selber machen? Nun, Funkwellen kennen keine politischen Grenzen. Das sind letztendlich nur Striche auf einer Landkarte. Und dann bleiben diese elektromagnetischen Wellen halt einfach auch nicht hängen an dieser
an diesem Strich auf der Landkarte. Und darum trifft man sich eben alle 4 Jahre, um das ein bisschen organisierter zu machen. So, wie läuft die Vorbereitung der Weltfunkkonferenz jetzt aus Sicht des Rundfunks oder auch aus meiner Sicht? Wir als IRT haben das Mandat von ARD-Anstalten und vom ZDF, uns eben um die WRC-Vorbereitung zu kümmern und es auch international daran teilzunehmen. Das heißt, wir nehmen zum ersten Mal an den deutschen Sitzungen teil, wo dann die deutsche Position erarbeitet wird. Und diese deutsche Position fließt dann ein in die europäische Position. Also was man jetzt hier als CPG sieht. CPG für Conference Preparatory Group. Das ist die eine Schiene. Und die andere Schiene ist, wir arbeiten natürlich nicht nur nicht nur auf deutscher Ebene mit den anderen Rundfunkern zusammen, sondern eben auch auf europäischer Ebene und koordinieren uns da über die EBU. Und für das ein oder andere Thema sogar auf globaler Ebene. Ich glaube, so gut wie alle UNO-Organisationen müssen in den 6 offiziellen Sprachen ihre Sitzungen halten. Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Chinesisch und Arabisch. Gut, das läuft jetzt nicht hintereinander. Der Redner sucht sich meistens eine aus. Also wenn es seine Muttersprache dabei ist, hat er natürlich Glück gehabt. Und die anderen 5 Sprachen werden dann simultan dazu übersetzt. Und als Zuhörer kann man dann sich entweder aussuchen, ob man dem Redner jetzt zuhört oder speziell einem Sprachkanal. Das trifft jetzt aber nur die großen Meetings, also Plenumsebene oder Committee oder ein bisschen auf der höheren Ebene. Irgendwann dann, wenn es um die Details geht, wird das halt extrem kompliziert, wenn der eine Vorschlag in Spanisch macht und der andere den in Englisch kommentiert. Von daher hat sich da in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht sogar noch länger Englisch als Hauptsprache etabliert. Also alle Details werden in Englisch geklärt. Was ein bisschen suffisant an der Sache ist, die Constitution der ITU sieht immer noch vor, dass im Zweifelsfall der französische Wortlaut gilt. Das hat damit zu tun, dass die ITU vor 150 Jahren gegründet wurde, dass die internationale Sprache für alles Mögliche, inklusive Post und Telekommunikation, französisch war. Und man konnte jetzt auf dieser WRC glatt erleben, dass 2 Stunden lang im Plenum, also im ganz großen Raum, darüber diskutiert wurde, ob jetzt das Wort must oder shall dastehen soll. Und ob das jetzt im Englischen einen Unterschied macht. Bis dann nach 2 Stunden einer draufkommt und sagt, übrigens, es gilt das Französische und da wird es exakt gleich übersetzt. So, warum ist denn die ganze Arbeit für uns so wichtig? Einmal Programmverbreitung, der ganz große Teil. Und heute auch mit einem großen Gewicht die Terrestrik. Und die andere Sache natürlich auch, ohne Content braucht man auch keinen Rundfunk machen. Also braucht man es auch nicht verbreiten. Das heißt, für Mikrofone oder drahtlos Kopfhörer in ihr Equipment braucht man natürlich auch Frequenzen. Was passiert denn, wenn wir eine Mobilfunkzuweisung kriegen, so wie es zum Beispiel im 700 MHz Band oder im 800 MHz Band passiert ist? Davon geht ein Signal aus. Da kommt ein zusätzlicher Nutzer ins Spektrum, der bringt Änderung und damit Instabilität. Diese ganze Diskussion, was macht man denn jetzt nach der Zuweisung, hat man nicht, wenn man keine Zuweisung hat. Und wie das die letzten Male ausgegangen ist mit einer Zuweisung, glaube ich, wissen hier die meisten oder alle ganz gut. Genau, eins wollte ich dazu noch sagen. Warum wird es eigentlich immer schlimmer oder warum ist es so hart umkämpft? Nun, Spektrum ist eine fixe Ressource. An einem Ort zu einem Zeitpunkt auf einer Frequenz ist immer nur eine Nutzung möglich. Die Ausnahmen bestätigen mal die Regel. Und das kann ich nicht verdoppeln oder verdreifachen oder irgendwas. Aber die Funkanwendungen werden immer, immer mehr. Und allein schon die Teilnehmerzahl an der WRC, die vom letzten auf dieses Mal
um über 20% gestiegen ist, glaube ich, zeigt schon, dass das Thema immer wichtiger wird. So, Ergebnisse 2015. Der zurückliegenden WRC. Zuerst mal ein paar allgemeine, der Vollständigkeit halber. Der ein oder andere wird sich noch gut, der andere vielleicht weniger daran erinnern, MH370, der Malaysian Airlines Flug, der leider noch immer nicht gefunden ist, hat auf ITU-Ebene dazu geführt, dass man sich mit dem Thema beschäftigt hat, wie können wir denn Flugzeuge tracken, ohne dass wir, und zwar so, dass wir sie nicht verlieren. Da hat man jetzt einen ersten Schritt gemacht und man hofft jetzt bis zur nächsten WRC das Ganze komplett abschließen zu können, dass es dann tatsächlich nicht mehr möglich ist, dass ein Flugzeug verschwindet. Für den Amateurfunk gab es auch ein bisschen weniger als erhofft. Ein ganz großes Thema waren Frequenzen für Drohnen. Jetzt nicht die kleinen, die wir hier irgendwie mal schnell so einen Quadcopter irgendwie fliegen lassen, vielleicht Antenne ausmessen oder irgendwas, sondern nee, die ganz großen und zwar im Zweifelsfall jetzt nicht auch die militärischen, sondern tatsächlich die Anwendung Frachtflugzeug von A nach B. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt einen Piloten, der drin sitzt. Gut, heute schon noch, aber irgendwann vielleicht nicht mehr. Also muss ich irgendwie die Anbindung dieses Fliegers sicherstellen. Und da hat man sich jetzt geeinigt, dass man Satellitenfrequenzen dem zur Verfügung stellt und auf dieser Basis wird jetzt die nächsten Jahre daran gearbeitet und geschaut, wie gut das funktioniert und was man da noch machen muss. Es gab auch ein paar neue Frequenzen für den festen Satellitendienst, für Kurzverbindungen beim Flugzeug, wo Kabel manchmal unpraktisch sind, weil es sich ständig bewegt. Auch von Zugklappen vom Landewerk zum Beispiel, vom Fahrwerk fürs Landen. Da hat man Frequenzen identifiziert und entsprechend gekennzeichnet, dass die möglichst nicht gestört werden. Dann das Thema wahrscheinlich mit der größten Medienabdeckung dieser WRC, ob die Schaltsekunde jetzt abgeschafft wird oder nicht. Da sage ich gleich noch was dazu, genauso wie zu den nächsten Punkten. Man hat sich auch mit Funkfrequenzen für Katastrophenschutz, Behördenfunk beschäftigt. Dann das 700 MHz Band war noch nicht abgeschlossen. Und die Frage, welche Frequenzen gibt es sonst noch für Mobilfunk? Die Schaltsekunde. Was ist die Schaltsekunde? Ja, die Erde ist leider etwas realer, als mancher gerne hätte. Sie dreht sich nämlich leider etwas langsamer, als die Zeit voranschreitet. Und irgendwann würde das nicht mehr zusammenpassen. Wir hätten dann plötzlich 24 Uhr und es wäre schon wieder Tag. Gut, wir müssten ein paar hundert oder tausend Jahre warten, bis das passiert. Und darum fügt man in unregelmäßigen Abständen, immer wenn die Zeiten auseinander zu laufen drohen, also die offizielle normierte Weltzeit und die tatsächliche Zeit, die die Erde braucht, um sich zu drehen, fügt man eine Sekunde ein. Da gibt es dann hin und wieder Minuten, die 61 Sekunden haben. Und warum ist das eigentlich wichtig für die ITU? Weil die ITU beschäftigt sich ja jetzt eher nur mit Funksachen. Nun, die ein oder andere Funkuhr gibt es noch. Und wie ein Zeitsignal auszusehen hat, das ausgestrahlt wird, darum kümmert sich die ITU. Und damit auch um die Definition dessen, was ausgestrahlt wird. Es gibt hauptsächlich zwei Lager und die stehen sich immer noch ziemlich unversöhnlich gegenüber. Auf der einen Seite mehr Frankreich und die USA, die ganz gerne die Schaltsekunde abschaffen würden, weil es für so ein IT-System echt unpraktisch ist, wenn es plötzlich mal eine Sekunde mehr gibt. Also wenn ich ein System aufsetze, das davon ausgeht, dass ich 60 Sekunden in einer Minute habe, was macht es, wenn es plötzlich 61 sind? Bisher ist es meistens ganz gut gegangen, aber es wäre halt praktisch, wenn man das nicht mehr bräuchte. Unpraktisch ist nur, dass dann der Effekt eintritt, wenn ich sie abschaffe, dass irgendwann Tag und Nacht nicht mehr zur Uhrzeit passen. Gut, wir würden das in unserem Leben wahrscheinlich kaum wahrnehmen. Aber irgendwann läuft es weg. Und das andere ist noch, die Erdrotationssekunde ist für die ein oder andere astronomische Bestimmung wichtig. Oder auch dafür, wo der Nullmeridian liegt. Also wo sozusagen um 12 Uhr mittags die Sonne im Zenit steht.
Und da haben die Engländer echt was dagegen, dass das wegläuft. Drum gab es dann auch keine Einigung und man wird das Ganze in 8 Jahren wieder behandeln. Ganz kurz nochmal zur Wiederholung. Resolution, das sind die Teile der Radio Regulations, also dieses Vertrags, die Detailfragen regeln. Detailfragen insofern, welche Frequenzen wäre denn gut, dass wir die global oder zumindest regional für Behördenfunk haben. PPDR an der Stelle heißt Public Protection Disaster Relief. Und man hat sich auf dieser WRC auf eine sehr lange Resolution geeinigt, die letztendlich dann die folgenden 2 Frequenzbereiche identifiziert, dass da drin möglichst Behördenfunk stattzufinden hat. Und das einmal 380 bis 470 MHz und einmal 694 bis 894 MHz. Da steht aber nur diese Bereiche so drin. Die Details werden dann nochmal eine Ebene drunter geregelt in einer Recommendation. Was man hier jetzt als kleine Anmerkung sagen kann, das ein oder andere Dokument, das die ITU produziert, ist öffentlich. Jetzt, wenn ich in ein Land reise und ich habe schlechte Absichten, ich möchte also, dass in meinem Umkreis der Polizeifunk nicht funktioniert, da muss ich dann nur nachschauen, wo der da liegt. Also inwieweit das noch zu einem erfolgreichen Ende kommt, müssen wir mal noch abwarten, ob da wirklich sich alle dran halten. 700 MHz, da habe ich vor 3,5 Jahren ein ganzes Stück drüber geredet. Jetzt werde ich mich deutlich kürzer fassen, weil jetzt geht es nur noch darum, das zuzumachen. Warum zumachen? Weil wir in Deutschland die Frequenzen schon an den Mobilfunk versteigert haben und im Prozess sind, die zu räumen. Die Zuweisung an den Mobilfunk hat die WRC bestätigt. Da gab es keine Diskussion. Ein Teil der Themen, die es gab, betrafen Nachbarkanalverträglichkeit. Also Mobilfunk obenhalb 700 und Rundfunk darunter. Und davon abhängig natürlich, wie das funktioniert, ist, welches Kanalraster genau jetzt der Mobilfunk verwendet. Eigentlich ist das Thema ein Tick zu detailreich für eine WRC und das konnte man aber auf der letzten nicht durchsetzen, darum stand es da jetzt dummerweise drin in diesem Agenda-Item. Man hat das aber so gelöst, indem man das vor der WRC schon geregelt hat. Das wurde also gar nicht mehr groß diskutiert. Die 2 Fragen, die noch ein bisschen diskutiert wurden, waren, ein Land macht Rundfunk, das andere Land macht Mobilfunk. Da gibt es schon existierende Regelungen, die gehen auf 2006 zurück, als man sich in Genf getroffen hat und einen Rundfunkplan gebaut hat. Und die Frage war, sind diese Regelungen ausreichend oder nicht? Für das 800 MHz Band hat man sich damals entschlossen zu sagen, die sind ausreichend und für 700 MHz genauso. Weil es halt einfach praktisch war, sage ich jetzt mal einfach zusammengefasst. Verlust von Frequenzen für Mobilfunk heißt auch Verlust von Frequenzen für PMSE, also Funkmikrofone oder In-Ear-Monitoring. Da sind die Lösungen nicht ganz so weit gereift, wie wir das gerne hätten. Man hat als Lösung ein immerhin großes Duplex-Gap für den Bandplan im 700 MHz, das übrig bleibt. Und es laufen noch weitere Untersuchungen, vor allem jetzt auf europäischer Ebene, im L-Band, was man da machen kann. So, neues Spektrum für Mobilfunk. Das war eins der Themen, das tatsächlich bis zum Schluss lief. Also bis zum vorletzten Tag der WRC, bis die letzte Stunde des Plenums. Was ist rausgekommen? Gut, 470 bis 694 MHz habe ich hier mal ausgeschlossen. Da erzähle ich gleich noch was dazu. Es gab die ein oder andere Zuweisung in bestimmten Bändern, wo ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen mag. Hauptsächlich, was uns betrifft, im L-Band und im C-Band. Und jetzt habe ich vor, ein bisschen mehr zu erzählen, als nur hier irgendwie runterzurattern, was jetzt rausgekommen ist. 470 bis 694 MHz.
eines der ganz großen Kandidatenbänder, ob es jetzt Mobilfunk wird oder nicht, zumindest wenn man dem einen oder anderen so zugehört hat. Was war die Ausgangssituation? Nun, wie man schon sieht, in den meisten Regionen auf der Welt war man sich eigentlich ziemlich einig, das brauchen wir nicht, wir haben genügend Frequenzen, wir brauchen weiterhin Rundfunk. Was jetzt auf den zweiten Blick dann rauskommt, in Region 2, also Nord- und Südamerika, die konnten sich nicht einigen, was sie denn jetzt gerne hätten. Da waren nämlich 13 Länder dafür, dass es Rundfunk bleibt, und 8 Länder hätten das ganz gern geändert. Was dann dazu geführt hat, dass man sich da nicht einigen konnte. Zusätzlich zu den regionalen Positionen gab es dann eben Einzelpositionen, also Einzelinputs zur WRC. In Region 1 gab es 5 Länder, die gerne eine Zuweisung gehabt hätten. Finnland, Ägypten, Jordanien, Marokko und der Libanon. In Region 2 waren es 6 Stück. Und ich muss tatsächlich vorher nachschauen, ich wusste die ISO-Kürzel auch nicht auswendig, von Barbados, Bahamas, Belize und Kanada, Mexiko und USA. Und im asiatischen, pazifischen Raum waren das Neuseeland und Papua-Neuguinea, die da ganz gerne eine Zuweisung gehabt hätten. So. Und es wäre jetzt nicht so, als hätten die miteinander einen Input geschrieben und gesagt, genau das wollen wir so und so haben. Nee, es waren ungefähr 6 bis 8 Optionen. Der eine hat gesagt, ich hätte es gern so. Ich würde irgendwie bei 470 anfangen mit der Zuweisung. Der nächste hat gesagt, da, 614 reicht, weil ein bisschen Rundfunk brauchen wir doch noch. Ja, man merkt schon jetzt, wenn ich erzähle, ich brauche Zeit dafür. Und ich glaube, das war auch eines der beabsichtigten Gründe, warum man das so gemacht hat. Diese Positionen, wie ich sie gerade vorgestellt habe, haben die Leute auch in ihren Inputs wiedergegeben gehabt. Donnerstag, 4. Tag der WRC. Das Thema ist mittlerweile in der Subworking Group angekommen, also da, wo die einzelnen Agenda-Items behandelt werden. Und die große Frage war, wir haben jetzt die einzelnen Positionen vorgestellt, sollen wir eine Drafting Group gründen? Gut. Drafting Group, was macht eine Drafting Group? Eine Drafting Group produziert Text. Moment, Text. Text brauche ich nur, wenn sich was ändert. Also nur, wenn ich eine Zuweisung haben will. Wenn ich keine Zuweisung haben will, brauche ich auch keinen Text, weil dann ändert sich ja nichts. Also gab es mal eine schöne große Diskussion, ob wir jetzt die Drafting Group brauchen oder nicht. Und es hat sich dann aber in der Diskussion eine große Mehrheit ausgesprochen, keine Drafting Group zu gründen, weil man eben keine Zuweisung braucht. Samstag. Also Sie sehen schon, erstes Wochenende und die Sitzungen gehen schon los. Also mit Skifahren war leider nichts. Nächste Diskussion. Okay, Drafting Group konnte man nicht gründen, also diskutiert man jetzt auf dem Level weiter. Um die Diskussion zu vereinfachen, hat sich der Chairman gedacht, ich kopiere mal alle Positionen auf ein DIN A4 Dokument zusammen, was ihm leider nicht geglückt ist. Weil, wie gesagt, es gab 6 bis 8 verschiedene Optionen, die verschiedene Unterstützer hatten. Und dann ging es auch schon in die Detaildiskussion. Was ganz witzig war an der Stelle, und da glaube ich, war noch nicht so viel Druck, darum kann er auch witzig sagen, die einen Befürworter haben gesagt, wir brauchen die Zuweisung, um Flexibilität zu haben. Die anderen haben gesagt, wir brauchen die Zuweisung, um Harmonisierung zu haben. Harmonisierung heißt, dass es möglichst jeder macht, was offensichtlich nicht zu Flexibilität passt. Aber wie so oft an der Stelle, Kompetenz ist politischen Diskussionen eher hinderlich. Man konnte sich also auch in dieser Situation nicht einigen, weil Flexibilität was ist, was man eigentlich sowieso hat. Solange man mit dem, was man in seinem Land macht, den Nachbarn nicht stört, interessiert es den auch nicht. Aber das war natürlich nicht das, was die Befürworter hören wollten. Samstag. Dann passiert erstmal mehrere Tage nichts.